Hallo zusammen, willkommen zum zweiten Video in der Reihe Smart Home Projektideen. Heute geht es auch wieder um Beleuchtung. Da könnt ihr euch Inspirationen angucken oder sammeln, wie man auch immer es nennen mag. Da zeige ich euch Bilder von Sachen, die ich in der Vergangenheit realisiert habe und erkläre ein bisschen was dazu. Das heißt, ich tauche gleich ab und ihr seht gleich die Bilder, wo ich was zu erkläre. Ja, viel Spaß würde ich sagen bei dem Video. Vielleicht ist das ein oder andere für euch dabei. So, hier haben wir ein Kundenprojekt gehabt, der hat eine Glastreppe. Da sind so drei Scheiben aufeinander geklebt. Und da war so ein bisschen die Herausforderung, wie kann man das Glas vernünftig beleuchten. Da haben wir uns dann hinten so Kantteile machen lassen, wie so ein C, das was man hinten ganz stramm draufklipst. Und da haben wir dann den Stripe reingeklebt, den warmweißen. Das ist ein Stripe mit 4,8 Watt pro Meter. Und haben wir dann geguckt, dass wir den Stripe entsprechend von der Höhe so positionieren, dass es optisch sauber aussieht und man nicht unbedingt die einzelnen Scheiben dann so direkt sieht. Und hier zeige ich euch mal so ein bisschen jetzt die Funktion. Ein ehemaliger Mitarbeiter von mir damals, da haben wir dann im Prinzip unten und oben Bewegungsmelder und dann eben dann pro Stufe einen Dimmkanal von so einem RGBW-Dimmer. Ne? Die Melder sind ja auch diese BEG-Melder, die ich schon in verschiedenen Projekten hier eingesetzt hatte. So, und hier sind wir bei einem Kundenprojekt. Der Kunde hatte bereits so einen Spiegel im Flur hängen. Dahinter war direkt der Technikraum. Und da der Spiegel schon komplett aus Alu, also komplett aus Alu ist das hintere Teil, brauchten wir keine weitere Schiene drauf zu machen zur Kühlung, sondern wir konnten direkt den einen Warmweißen-Stripe haben wir nur genommen. Einen Warmweißen-Stripe umlaufen, kleben, ein Block durch die Wand und dahinter dann einen Dimmer anschließen und hier mal das Ausreichen von der Kühlung, dass wir eben keine weitere Aluschiene brauchten. Dann haben wir eine Schrankbeleuchtung realisiert, das sind so 45 Grad LED-Schienen, wo wir halt eben dann das Innenleben quasi vom Schrank überall sichtbar machen. Hier haben wir es mit über die Raumbeleuchtung gemacht, weil bei den Schiebetüren war es mit Endschaltern relativ schwierig zu realisieren, dass man genau, dass die Kontakte oben mit den Magneten, das sauber funktioniert, da haben wir es mit an die Raumbeleuchtung gehängt. Das heißt, sobald man den Raum betritt, entsprechend dunkel genug und macht die Schiebetür, macht dann das Raumlicht an, wenn man den Melder erkennt ein, dann geht das Licht im Schrank auch mit an. So, und hier haben wir eine Mauerbeleuchtung realisiert, ist ums ganze Haus drum, gibt es eine ganze Menge von diesen Leuchten. Und halt eben die Steine, die haben wir damals, die Außenanlage haben wir auch selber damals gebaut, die ganzen Steine schön beleuchtet, das sind allerdings 230 Volt Hochvoltspots, die wir dann im Boden eingebaut haben, in so wasserdichten Gehäuse. Ne? Jetzt sieht man das Ganze auch bei Nacht. Ne? Klar, durch das Foto sieht es aus, als wäre es kaltweiß, sind aber warmweiße Spots, 5 Watt LED-Spots sind das, ich glaube von Osram haben wir die damals eingesetzt. So, und hier, das ist relativ einfach gebaut, die erste Riegelsplatte ist hinten an die Lattung geschraubt und die nächste Lattung ist einfach quasi die Konterlattung an der Decke. Und das heißt, dahinter ist einfach nur ein Spalt, wo man dann hinten die LED-Schiene reinbauen konnte und das dann quasi oberhalb vom Bett dann schön beleuchten konnte als RGBW-Stripe. So, und hier war ein sehr komplizierter Spiegel, den der Kunde wünschte. Heißt umlaufend warmweiß, dann die beiden senkrechten Streifen in kaltweiß, umlaufend um den Schminkspiegel in kaltweiß und obendrin noch Datums- und Uhrzeitanzeige in dem Spiegel integriert. Und dieser Schminkspiegel, der hat auch einen Magnet, den kann man dann auch abnehmen. War sehr aufwendig, ich weiß nicht, ob ich es nochmal bauen würde, weil damals schon ganz schön geschwitzt, weil das war nachträglich gemacht. Das heißt, in dem Spiegel sitzt auch das Netzteil, der Dimmer,
Dann Nano zum Schalten und bei verschiedenen Dingern. Da sind eine ganze Menge in dem Spiegel mit innen reingeschraubt worden. Ja, hier oben ist die Anzeige, die wir dann integriert haben. Die ist dann die auch die DCF 77 Uhr dahinter, dass die Uhrzeit auch immer dann automatisch die Uhr umgestellt wird. Ne? Gut, brauchen wir in ein paar Jahren, nächstes Jahr glaube ich nicht mehr. Irgendwann wird das so abgeschafft. Ne? Aber das ist halt eben hier mit integriert. Ne? War sehr, sehr aufwendig zu bauen, aber hat auch mal Spaß gemacht, was ganz Exotisches zu bauen. Ne? Ja, und hier war beim Kunden, da war im Raum aus statischen Gründen eine Stahlsäule. Da war erst die Überlegung vom Kunden, einfach nur streichen. Und dann steht die Idee, wir könnten die doch eigentlich ganz cool beleuchten. Heißt, oben und unten haben wir dann aus Multiplex so quasi wie so einen Rahmen gemacht, den wir da drum geschraubt haben, zusammengeschraubt haben. Und haben dann auf den Pfosten dann LED-Schienen geklebt. Vier Stück, quasi auf jede Seite ein und dann RGBW-Stripes da rein. Und das heißt im Prinzip dann, sind 2,50 Meter Höhe, das heißt zwei Dimmer mit jeweils 5 Meter Stripe dran, um das dann schön zu beleuchten. Jetzt zeige ich euch mal, wie das so ist, dann so im Farbwechsel. Das sind dann umlaufend quasi die kompletten Farben. Und dann habe ich überall immer die gleichen Farben genommen, sehen natürlich schöner aus. Und das sind außen Aluprofile, die haben so eine Nut, wo man das dann direkt einspannen kann, das Plexiglas. Ich glaube, das sind 8 mm Plexiglas und ich glaube, die Nuten waren 9, wo wir es dann reingemacht haben. Sieht auch cool aus, kann man so ein paar schöne Effekte machen. Das ist so ein Jugendzimmer ist das hier unten. Und mal schöner als einfach nur eine gestrichene Säule. Ne? Und das ist halt eben so Plexiglas, was so etwas matt ist. So milchig, so teildurchlässig war das. Kann man den Wert angeben, wie hoch die Durchlässigkeit sein sollte. So, und hier mal beim Kunden haben wir schon eine ganze Menge von gebaut. Indirekt beleuchtete Spiegel, hier in dem Fall mit RGBW. Und zwar, das ist nicht der Spiegel außenrum, wo man denkt, sondern das Band ist hinter dem Spiegel. Das ist eine indirekte Beleuchtung. Das ist hinter dem Spiegel versetzt. Das heißt, das Glas des Spiegels steht etwas über. Und dahinter halt eben haben wir den Stripe dann versteckt. Ne? Auch in einer Aluschiene. Und dass er möglichst flach an der Wand ist. Ich glaube, der sitzt 16 mm, sitzt er glaube ich schon an der Wand weg, der Spiegel. Und dann genau auf Maß. Mal habe ich ihn dann fertigen gelassen, dass wir den genau da so optisch genau reinkriegen. Und hier haben wir auch einen indirekt beleuchteten Spiegel gemacht. Das ist im Flur beim Kunden, im Eingangsbereich, quasi die Garderobe. Und da haben wir auch den Spiegel dann indirekt beleuchtet. Den haben wir jetzt mal hier so ein bisschen mit so einem orangen Licht haben wir dann hier eingestellt. Und da war ein bisschen knifflig, weil das genau da reinpassen musste. Und das war ein Einbaumöbel. Das heißt, es musste exakt passen, auch mit der Kabeleinführung, die dann dahinter aus der Wand kam. So, und hier ist ein Bad von einem Kinderzimmer, ein Kinderbad, oder Jugendbad, wie man es immer nennen mag. Da gibt es halt eben indirekte Beleuchtung auch oberhalb des Fensters. Da kann man, wenn man den Rollladen runter macht, kann man dann so ein paar coole Stimmungen machen beim Duschen oder beim Baden. Ne? Und da an dem Pfeiler, an dem Pfosten da, das ist ein Touch Air. So, und hier in der Ankleide haben wir quasi hier oben, das sind zwei 45 Grad Schienen gegeneinander geschraubt in der Mitte, dass nach beiden Seiten das dann abstrahlt, weil wir eben hier eine relativ geringe Raumhöhe hatten in dem Bereich und natürlich auf beiden Seiten eine sehr hohe Helligkeit haben wollten. In den Schränken haben wir eben so uns entschieden, so zwei 45 Grad Schienen gegeneinander geschraubt. Auch RGBW, wie man hier sieht, das heißt nachts oder abends haben wir hier auch blau eingestellt. Wenn man nachts, weil man ging, also quasi, was man da hinten jetzt sieht, wo man durch die Tür guckt, ist das Schlafzimmer und dann geht man hier durch, geht man quasi durch die Ankleide ins Bad, wenn man nachts mal auf Toilette muss oder so. Ne?
Sondern hier ist eine Wand beleuchtet in einem Wohnzimmer. Dahinter sind so Schiebetüren versteckt. Und dann haben wir es auch mal schön in warm, so orange-warm, ein bisschen etwas eingestellt. Und die haben auch überall die Tree-Spots in der Decke drin, bei diesem Haus, wo man halt eben dann das Gesamte, nicht nur die Wand, sondern alles in einem Farbton einstellen können. Und hier sieht man das Haus von außen, das sieht man quasi, das ist der Farbton. Da haben wir mal gedacht, komm, machen wir das ganze Haus mal im gleichen Farbton. Beim dicksten Winter war das hier noch, wo die Betriebnahme war. War schon ein cooles Haus, da werde ich irgendwann auch mal ein Video dann drüber machen, wenn ich nochmal da bin. Sehr futuristischer, in sehr futuristischen Style das Haus gebaut. So, und hier haben wir einen Fernseher exakt in so eine Nische eingepasst und runter und dann dahinter indirekt beleuchtet, auch mit einer Aluschiene dahinter. Und das war die Wand war relativ flach, das heißt, wir mussten den Fernseher quasi mit kleinen Gewindestangen von der Rückseite von dem Raum festmachen, quasi da reinziehen, dass das halt eben sauber da drin hing, genau mittig. Und auf der Rückseite war schon ein Schrank davor, da war es nicht so tragisch. Auf der Rückseite ist auch dann so ein Erddimmer, der das Ganze versorgt. Und hier haben wir dann nochmal die altbewährte Bettbeleuchtung, die ich ja sehr gerne einbaue, hier bei so einem Jugendbett. Nicht ganz unterm Bett, ist weiter oben, weil unten drunter sind beide Schubladen. Das ist auch im Erddimmer realisiert worden, daneben der Steckdose, dieser Stecker, der kein Netzteil hat, der daneben drin steckt, der ist von dem Netzteil, was quasi unter dem Bett dann eingebaut ist, wo halt eben der Erddimmer dann dranhängt, um das auf 24 Volt zu kriegen. Und hier das Ganze mal in bläulich mal für abends oder so, morgens früh, ich weiß gar nicht, wann die Stimmung eingestellt war. Dass man eben da auch verschiedene Farben darstellen kann. Und hier unter der Badewanne, das heißt, unter der Badewanne sind die Fliesen praktisch zurückgesetzt, da unten eine Nische drin, wo man dann quasi das vor der Badewanne unten dann schön indirekt beleuchten kann. Ja, das waren schon mal die ganzen Ideen für euch hier in dieser, in der zweiten Folge. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß, macht schwer gut. Bis zum nächsten Video.